Gut, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über alternative Bedienkonzepte im Oberon-System. Mein Name ist Richard Hable. Ich habe an der Universität Linz Informatik studiert und habe dort im Rahmen von meiner Diplomarbeit das Oberon-System kennengelernt. Und seitdem habe ich das System sehr selten verwendet, aber es ist mir immer der Aufbau des Systems und die Benutzeroberfläche ist mir immer in guter Erinnerung geblieben. Und deshalb heute mein Vortrag darüber, weil ich glaube, dass es uns doch, weil es sich ziemlich stark von anderen Desktop-Benutzeroberflächen unterscheidet, kann es uns doch Ideen für neue alternative Konzepte bei der Bedienung geben. Ich werde zuerst das Oberon-System allgemein kurz vorstellen und dann auf einzelne Punkte der Benutzeroberfläche eingehen. Und zum Schluss sollte noch reichlich Zeit sein für Diskussionen und Kommentare. Also das Oberon-System wurde in den 80er Jahren von Niklaus Wirth und Jörg Gutknecht an der ETH Zürich entwickelt. Und Vorbild war, wie für andere Systeme, wie zum Beispiel den Macintosh und später Windows, das bei Xerox entwickelte Konzept von Bedienung über Maus und grafischen, hochauflösenden grafischen Bildschirm mit einzelnen Fenstern. Nur hat Oberon sich einige Teile genauer angeschaut, weicht in anderen Teilen wieder stärker davon ab. Deshalb eben diese Unterschiede zu den aktuellen Systemen. Das Oberon-System ist komplett als Open Source verfügbar und es ist auch sehr einfach und kompakt. Also im Wesentlichen ist es großteils in diesem Buch beschrieben, inklusive Source Code und Erklärungen. Also es ist wirklich ein Betriebssystem, das man komplett verstehen kann. Und es wurde auch ursprünglich zu Lehrzwecken entwickelt. Also Ausgangspunkt war, dass Niklaus Wirth eine Vorlesung über Betriebssysteme halten musste. Und zu diesem Anlass hat er gleich einmal selbst ein eigenes Betriebssystem entwickelt und dazu auch noch eine eigene Programmiersprache und einige Anwendungsprogramme. Also Niklaus Wirth, für denen der Name vielleicht kein Begriff ist, hat vorher schon an der ETH die Programmiersprache Pascal und auch die Programmiersprache Modular 2 entwickelt und parallel dazu auch immer Rechner entwickelt. Also es gab auch schon diese Lilith, eine der ersten grafischen Workstations, die auf Modular 2 basiert war. Und für das Oberon-System wurde dann eine sogenannte Ceres-Workstation entwickelt, die auf einem der ersten erhältlichen 32-Bit-Prozessoren basiert. Gut, ja, vielleicht zur Erklärung, ich verwende jetzt eine Portierung des Oberon-Systems für Linux. Das heißt, das ursprüngliche Oberon-System war wirklich ein komplettes Betriebssystem mit Hardwarezugriff und eigenem Dateisystem und so fort. Diese Version, Oberon für Linux, verwendet die Ressourcen von Linux, also zum Beispiel das Dateisystem und auch die ganzen Bildschirmtreiber. Aber sonst ist es von der Bedienung sehr nahe am ursprünglichen System. Rechts oben sehen Sie auch noch das Programm Keymon. Das ist so ein Utility. Das zeigt an, welche Taste ich gerade auf der Maus oder auf der Tastatur drücke. Also wenn ich dann zeige, wie man zum Beispiel mit den Maustasten etwas auswählt und kopiert, dann können Sie hier oben sehen, was ich gerade mache. Das Oberon-System wird mit Tastatur und Maus bedient, also so wie alle konventionellen Desktop-Betriebssysteme. Und die Oberfläche ist in einzelne Fenster unterteilt. Diese Fenster sind aber nicht überlappend. Also hier sehen wir zum Beispiel drei offene Fenster, die aufgeteilt sind in einen linken breiteren Bereich und einen rechten schmäleren Bereich, die sogenannten Tracks, also Spuren. Und der rechte Bereich wird üblicherweise verwendet für Logausgaben, also das wäre dieses Fenster hier, und für sogenannte Tools, das sind Textdateien, die Sammlungen von Kommandos enthalten. Der linke Teil ist normal der Arbeitsbereich, also hier habe ich ein Textdokument geöffnet. Wenn man jetzt ein zweites Textdokument öffnet, dann wird dieser Bereich halbiert. Also ich öffne jetzt diesen einführenden Text. Das heißt, das obere Fenster hat nur mehr halb so viel Platz wie vorher und teilt sich den vertikalen Bereich mit dem zweiten Dokument. Und ich kann die Grenzen zwischen den Fenstern aber verschieben, also dann wird eben das obere Fenster kleiner und das untere größer.
Es gibt aber nie eine Überlappung. Also ich muss nie hin und her schalten, damit ich alles sehe, was im Dokument ist. Es wird einfach das Fenster größer und kleiner. Ich kann Fenster auch zwischen den Tracks verschieben. Also zum Beispiel hier, wenn ich kurzfristig mehr Platz für das andere brauche und dann wieder zurückschieben. Und ich kann auch Fenster kopieren, das heißt, es wird derselbe Inhalt doppelt dargestellt und ich kann zum Beispiel dasselbe Dokument an verschiedenen Stellen gleichzeitig bearbeiten. Gut, soweit. Genau, und ich kann Fenster auch vergrößern, also wenn ich kurzfristig den gesamten Platz brauche, kann ich hier zum Beispiel den gesamten vertikalen Bereich verwenden oder überhaupt den gesamten Bildschirm dafür. Also dann verdeckt eben das neue Fenster alle bisherigen Fenster, aber halt auch vollständig, also nicht mit dieser teilweisen Überlappung, die wir bei aktuellen Betriebssystemen kennen. Oberon ist für die Bedienung mit einer Dreitastenmaus ausgelegt. Also idealerweise hat man dann eine Maus wie diese, die wirklich drei gleichberechtigte Tasten hat, die man mit drei Fingern drücken kann. Gibt es leider heute nicht mehr sehr oft zu kaufen und das ist eine sehr alte serielle Maus, die kann ich auch gar nicht anstecken an meinen Laptop. Aber zur Not funktioniert auch eine aktuelle Maus mit einer Rolltaste, also wie diese. Man muss nur schauen, dass diese Rolltaste nicht allzu leichtgängig ist, weil man sonst ständig abrutscht, wenn man drauf drückt. Aber es ist auch ein Ersatz für eine Dreitastenmaus. Die einzelnen Maustasten haben im oberen System klar definierte Funktionen. Also zum Beispiel bei der Textbearbeitung, ich vergrößere das jetzt mal ein bisschen, setze ich mit der linken Maustaste, also wie Sie rechts oben sehen, habe ich jetzt die linke Maustaste gedrückt, setze ich den Textcursor, also es wäre normal dieser blinkende Strich bei anderen Benutzeroberflächen, dann kann ich etwas eintippen. Mit der rechten Maustaste kann ich markieren. Das heißt, ich markiere jetzt zum Beispiel diese Zeile, und kann gleichzeitig auch den Textcursor setzen. Also ich habe zwei verschiedene Möglichkeiten parallel und das hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel durch Kombinationen von Maustasten jetzt den Text kombinieren kann. Also ich drücke wieder zum Beispiel die linke Taste, bis ich die Position gefunden habe, wo ich etwas einfügen möchte. Dann drücke ich gleichzeitig die mittlere Taste, wie Sie hier sehen. Und schon ist der Text eingefüllt. Also ich brauche jetzt keine Tastenkombinationen oder Pop-up-Menüs, es geht alles über Kombination von Maustasten. Und ähnlich kann ich auch einen Text selektieren, also wie immer mit der rechten Maustaste. Und wenn ich dann gleichzeitig die linke Maustaste drücke, wird der Text gelöscht. Also ebenfalls wieder kein Shortcut nötig, es geht alles über Tastenkombinationen. Ich kann auch längere Texte kopieren, indem ich zum Beispiel, indem ich das Fenster dupliziere, also ich mache System Copy. Ich dupliziere es jetzt gleich zweimal, wenn Sie gleich sehen werden, warum. Und wenn ich zum Beispiel jetzt das ganze Kapitel 1 markieren möchte, dann markiere ich den Anfang in einem Fenster, dann gehe ich im nächsten Fenster zum Ende des Kapitels, zum Beispiel hier, und drücke wieder die rechte Maustaste und schon habe ich den gesamten Bereich markiert. Und den könnte ich zum Beispiel jetzt ans Ende dieses Textdokuments einfügen. Wieder indem ich die linke Maustaste drücke und gleichzeitig die mittlere. Und der Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass man immer genau sieht, was man tut. Also im Vergleich zu einer Zwischenablage, die man normalerweise verwendet, da muss man sich immer irgendwie merken, was ist denn gerade in der Zwischenablage und es ist immer ein bisschen eine Überraschung, wenn man es dann einfügt, ob das auch wirklich das Richtige ist. Während im Oberon-System, dadurch, dass man gleichzeitig Texte markieren kann und den Textcursor setzen kann, sieht man immer, was man tut und was passieren wird. Die Drei-Tasten-Bedienung betrifft auch das Scrollen. Also ich vergrößere das jetzt wieder. Und zwar, wenn ich mit der linken Maustaste in die Scrollbar drücke, dann wird die gerade selektierte Zeile die erste im Fenster. Also ich kann sagen, ich möchte genau dieses Kapitel lesen, also sorge ich dafür, dass die Überschrift ganz oben steht. Umgekehrt kann ich mit der rechten Maustaste reinklicken, damit definiere ich, was das Ende der Seite sein soll. Also wenn ich sage, mich interessiert nur der Text bis zu diesem Absatz, dann geht der Text nach unten und ich sehe wieder, aha,
Jetzt nicht. Ich probiere es jetzt nochmal. Also es sollte jetzt bis Backward-Scrolling Ende. Gut, reingefallen. Es ist natürlich nicht mehr Platz weiter oben, damit kann er nicht genau so weit scrollen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich möchte bis zu diesem Element scrollen, rechte Maustaste, und schon ist das die letzte Zeile. Und mit der mittleren Maustaste kann ich die absolute Position angeben. Also das entspricht bei den üblichen Scrollbars eben auch diesem ein Tool, das man in der Mitte selektiert und nach oben und unten schiebt. Also so komme ich zum Beispiel in die Mitte des Dokuments oder so ans Ende des Dokuments. So. Gut, kommen wir jetzt zu den Kommandos. Also Oberon verwendet keine üblichen Menüs und Buttons wie andere grafische Benutzeroberflächen. Stattdessen kann man beliebigen Text, der irgendwo in einem Fenster steht, als Kommando ausführen. Also Kommandos haben die Form Modulname-Kommandoname, also Modulname.Kommandoname. Und wenn ich jetzt irgendwo in einem Text auf so ein Modulnamen und Kommandonamen klicke, mit der mittleren Maustaste wieder, dann wird das Kommando ausgeführt. Also beispielsweise das Kommando System.Watch. Ich klicke jetzt mit der mittleren Maustaste drauf, zeigt Informationen über das System im Log-Viewer. Ich könnte diese Kommandos auch selbst eintippen, also hat dann denselben Effekt. Aber üblicherweise hat man irgendwo einen Text offen, wo man Kommandos dann einfach durch Anklicken auswählt. Solche Kommandos können auch Parameter haben, also wie zum Beispiel das Kommando System Directory. Das zeigt den Inhalt des Dateisystems an. Wenn ich hier zum Beispiel Stern.Text markiere, dann kann ich mit System Directory alle Textdateien sehen. In diesem Fall wird ein neues Fenster aufgemacht, in dem ich dann alle verfügbaren Textdateien sehe. Und die Ergebnisse von so einem Kommando kann ich dann gleich wieder als Parameter für neue Kommandos verwenden. Also ich öffne jetzt die Textdatei RayTrace.Text, indem ich eben RayTrace.Text markiere und auf Edit Open klicke. Und schon habe ich ein neues Fenster offen. Was Sie hier sehen, ist das System-Tool. Das ist auch einfach nur eine Textdatei, die automatisch beim Start des Systems geöffnet wird und die am häufigsten benötigten Kommandos enthält. Man kann sie aber auch selber erweitern, je nachdem, was man gerade braucht. Also ich könnte jetzt sagen, wenn ich eine zusätzliche Datei schnell im Zugriff brauche, schreibe ich die hier auch noch rein und kann dann abspeichern, und beim nächsten Start des Systems wird es auch hier drinnen stehen. Andere Beispiele für solche Tools ist zum Beispiel das Text-Tool, das Edit-Tool, sorry. Das sammelt Kommandos, die zum Text-Editieren interessant sind. Also hier kann ich zum Beispiel Schriftart oder Farbe ändern. Ich markiere hier die Überschrift von meinem Text, dann sage ich, das soll jetzt die Farbe blau haben, und klicke auf Change Color und schon habe ich die Farbe geändert. Aber nicht nur Tools können Kommandos enthalten, auch beliebige Texte. Also diese Textdatei, die ich gerade geöffnet habe, ist eine Anleitung für ein Raytracing-Tool. Und im Kapitel 6 sind einige Beispiele angegeben, wie man es verwendet. Und wenn ich jetzt dahin gehe, sind in der Beschreibung der Beispiele schon die Kommandos drinnen, die man testweise ausführen kann. Also ich klicke auf dieses Kommando, das als Beispiel angegeben wird, und schon wird eine Kugel mit Raytracing erstellt. Gut, das war jetzt im Schnelldurchlauf die Bedienung des Oberon-Systems. Und aus meiner Sicht kombiniert das System viele Vorteile von grafischen Benutzeroberflächen und von kommandozeilenorientierten Benutzerschnittstellen. Also ich habe die Flexibilität von Kommandozeilen, und gleichzeitig brauche ich aber nur sehr selten wirklich etwas eintippen, weil ich die Kommandos sehr gut zusammensammeln kann und auch die Ergebnisse von Kommandos wieder für neue Kommandos verwenden kann. Also die Benutzeroberfläche ist jetzt nur ein Aspekt des Oberon-Systems. Es ist auch sonst sehr innovativ, also es ist komplett modular aufgebaut. Es gibt praktisch keinen Unterschied zwischen Betriebssystem und Anwendungsprogrammen. Es ist nur eine Frage der Modulhierarchie. Also ich kann sehr empfehlen, sich das System mal näher anzuschauen, auch wenn man nicht nur neue Benutzeroberfläche sehen will, sondern auch neue Konzepte für Betriebssysteme. Und wie gesagt, dieses Buch enthält eine komplette Beschreibung des Oberon-Systems. Sie ist hier in der Infeldgasse in der Bibliothek ausborgbar.
Also ich werde es demnächst zurückgeben, ganz wie andere auch ausborgen. Es gibt es aber auch online. Ich habe den Link hier. So. Also unter dieser URL kann man das Buch Project Oberon auch online abrufen. Und das ist eine stark aktualisierte Version. Also Niklaus Wirth hat sich nach den 80er Jahren nicht zur Ruhe gesetzt, sondern hat das System auch immer weiterentwickelt und eigentlich immer weiter vereinfacht und verbessert. Gut, damit bin ich schon am Ende meines Vortrags und jetzt hoffe ich auf sehr viele Kommentare, Anmerkungen, Diskussionen. Ja? Kann man das System nur mit der Maus bedienen oder gibt es dann auch für nur Tastaturbenutzer Tricks, wie man eben solche Befehle über die Tastatur auslöst? Also ich kenne keine Portierung, die das erlaubt. Ich kenne nur einige. Aha, die Frage war, ob man das System auch rein mit der Tastatur verwenden kann. Und ja, ich glaube nicht. Also es gibt verschiedene Portierungen für verschiedene Betriebssysteme, aber was ich kenne, zum Beispiel bei einer Mac-Version, wo man diese Drei-Tasten-Bedienung auf eine Taste zurückführt und gleichzeitig dann Zusatztasten drücken muss. Also zum Beispiel Steuerung drücken und dann die Taste und ein Kommando ausführen. Aber es ist wirklich hundertprozentig für Mausbedienung ausgelegt. Ich glaube, im Original ist nicht mal möglich, dass man wirklich Seiten auf und ab scrollt oder den Cursor nach oben oder unten bewegt, weil einfach gedacht ist, man soll alles mit der Maus machen. Also so ähnlich wie die ersten Macintosh-Systeme, die hatten ja auch keine Cursor-Tasten. Okay. Genau, also die Bemerkung war jetzt, dass sich das beim Mac zumindest später als Fehler herausgestellt hat und dass man dann eben auch sehr viele Tasten für Cursorbewegung hinzugefügt hat. Ja, also das Oberon-System ist ja ursprünglich auf einer speziellen Workstation dafür gelaufen, die eben diese Tasten nicht hatte. Aber bei den Portierungen, also hier kann ich zum Beispiel schon problemlos mit den Cursor-Tasten auf und runter. Ich glaube aber nicht, dass ich seitenweise scrollen kann. Das müsste ich nochmal probieren. Schauen wir mal. Oh doch. Ja, also in Importierungen geht dann schon ein bisschen mehr, als ursprünglich vorgesehen war. Gut. Ja, bitte. Ja, er ist, ich glaube, 85 Jahre alt jetzt. Ja. Ja, danke für die Anmerkungen. Also es ging darum, dass eben Oberon gemeinsame Wurzeln auch mit dem Alto von Xerox hat, aber dann ein bisschen anders abgezweigt ist. Wobei man sagen muss, der Alto hat zum Beispiel auch das Konzept von nicht überlappenden Fenstern gehabt, allerdings um einiges komplizierter. Also in der Hinsicht ist das Oberon-System wieder näher dran. Ja, und ja, Niklaus Wirth hat eben, er hat Zeit seines Lebens, also ja, ich glaube schon, an der ETH Zürich unterrichtet und eben auch immer geschaut, dass die Systeme so einfach bleiben, dass man sie auch gut erklären kann. Und gleichzeitig ist er aber auch ein großer Freund der Effizienz. Also er hat immer geschaut, dass man wirklich mit den minimalen Mitteln auskommt und nur das Allernotwendigste einbaut.
Und das Schöne daran ist eben, dass man dann wirklich in einem Buch zusammenfassen kann, was das gesamte System kann. Das ist auch praktisch der gesamte Compiler der oberen Programmiersprache drinnen abgedruckt. Also wo man sonst eine ganze Bibliothek braucht, wenn man die Grundlagen erfahren will, reicht eigentlich beim Niklaus Wirth meistens ein einzelnes Buch. Ja, genau. Also er hat ja auch, ursprünglich hat er versucht, das mit Modular 2 zu entwickeln. Dann ist er draufgekommen, dass Modular 2 eben nicht die Erweiterbarkeit bietet, die er braucht. Und dann hat er eine neue Programmiersprache entwickelt, die er ebenfalls Oberon genannt hat, die aber interessanterweise um einiges einfacher ist als Modular 2. Also er hat mehr weggestrichen als hinzugefügt. Und das macht er generell bis heute. Also er hat auch neuere Versionen der Oberon-Programmiersprache entwickelt, die eben noch besser konzentriert sind auf wirklich guten Programmierstil und auf Einfachheit. Aber programmieren tut man schon mit der Tastatur. Ja, also es ist hier auch zum Beispiel der gesamte Source Code drinnen, den kann man wirklich in diesem oberen System auch kompilieren. Also live nicht, ne? Also es ist natürlich ein paar Basismodule hier bei der Linux-Portierung sind in C geschrieben, einfach damit man aufs Betriebssystem zugreifen kann. Und im originalen Oberon-System waren auch kleinere Teile in Assembler geschrieben für den Zugriff auf die Hardware. Wirth hat aber später ein eigenes System auf FPGA basiert entwickelt, das wirklich komplett in Oberon geschrieben wird. Also es gibt das sogenannte System-Modul, das auch den Zugriff wirklich auf einzelne Speicherstellen erlaubt. Und wo man dann wirklich auch in Oberon hardware-nahe Programme schreiben kann. Aber hier ist zum Beispiel der Syntax-Analysator vom Oberon-Compiler. Also bedeutet das automatisch auch, dass jeder Source-Code am System vorhanden sein muss? Oder ist das jetzt nein, es wird schon in Object-Files übersetzt, die dann binären Code enthalten. Aber wie gesagt, zu Lehrzwecken ist es natürlich sinnvoll, alles herzuzeigen, wie es implementiert ist. Und das ist eben zum Teil hier dokumentiert im Buch, aber man kann natürlich auch den kompletten Source Code hier anschauen. Gibt es ein klassisches Filesystem oder ist das Backups? Okay, ich wiederhole noch schnell die vorige Frage. Also es ist darum gegangen, ob man immer den Source Code braucht. Also die Antwort ist nein, wird schon in Binärmodule übersetzt, aber zu Lehrzwecken ist es natürlich sinnvoll, den Source Code zu sehen. So, und die zweite Frage war, ob es ein Dateisystem gibt. Also in diesem Fall, in dieser Portierung, wird das Linux-Dateisystem verwendet. Also diese Dateien sind alle normale Linux-Dateien. Allerdings ist das Format der Textdateien etwas komplizierter als reiner ASCII-Text, weil zum Beispiel Schriftarten und solche Formatierungsinformationen auch drinnen sind. Das originale Oberon-System hat ein eigenes Dateisystem entwickelt. Das ist auf B-Tree basierend, allerdings ein flaches System, also keine Unterverzeichnisse. Aber klassisch mit Dateinamen und Extensions? Ja, genau. Also es ist klassisch auch das übliche System Dateiname.extension, wobei zum Teil dann mehrere Komponenten beim Dateinamen verwendet wurden. Also x.y.z. irgendwas. Würde dann einen Tree aufbauen, intern, in dem diese Datei gesucht wird, also zum effizienten Zugriff. Eine Shell wird es wahrscheinlich geben. Braucht man nicht. Also man kann sagen, dieser Logviewer ist ja eigentlich eine Shell. Ich kann beliebige Kommandos eingeben. Also ich eben System Watch. Ups. So, und dann ausführen. Das Schöne ist natürlich, ich brauche dann keine Kommandozeilenwiederholung, weil ich kann einfach zurückscrollen, welche Kommandos ich früher angegeben habe und gleich wieder draufklicken. Was allerdings nicht drinnen ist, ist so etwas wie eine Shell-Programmiersprache. Also es gibt einfache Kommandos, mit denen mehrere Kommandos hintereinander ausführt, aber ohne Variablen oder Schleifen oder ähnliches. Also wenn man was automatisieren will, verwendet man am besten direkt die Programmiersprache Oberon. Weil man kann ja auch in Oberon Kommandos direkt aufrufen. Ja, natürlich. Also die Frage ist, ob es eine Shell gibt im Oberon-System. Und ja, also es gibt die einfache Möglichkeit, kommandozeilenorientiert zu arbeiten, aber sonst muss man Oberon-Programme schreiben, die man kompiliert. Es ist aber auch das Kompilieren sehr einfach. Also
Compiler, Compile. Hier würde ich zum Beispiel sagen, kompiliere mir diesen Source Code, den ich hier markiert habe. Und schon ist es kompiliert. Also hier sehen wir auch wieder die Effizienz. Das ist ein Sekundenbruchteil, dass eine Datei übersetzt wird. Das gesamte System wird in ein paar Sekunden übersetzt. Ja, nächste Frage. Nochmal zurück zu der FPGA-Geschichte. Ja. Ah, die Frage war. Dann könnte man sich ja sowas wie VHDL und die ganzen anderen nicht sparen. Weil das denn jetzt eine Sprache ist, die universell auf FPGA-Programmierung geht. Okay. Die Frage war, ob die Programmiersprache jetzt für FPGA-Programmierung gedacht ist. Nein, das ist sie nicht. Also, Niklas Wirth hat wirklich Standard-Tools verwendet, um mit einer FPGA einen eigenen Prozessor zu definieren. Er wollte einfach unabhängig von anderen Prozessoren sein und auch zeigen, wie einfach man einen Prozessor und eine RISC-Befehlsstruktur aufbauen kann. Aber Oberon selber wird immer übersetzt in den Maschinencode des jeweiligen Systems. Hat das die Frage beantwortet? Ja, bitte. An was? Temple OS. Aha. Das ist auch ein System, das aus religiösen Gründen entstanden ist. Backstory ist relativ lustig und der ist leider vor einer Weile gestorben. Aber das hat einige ganz komische, neue, unbekannte Bedienkonzepte, aber das ist tatsächlich dort auch vorhanden. Die Frage, die ich dir dann stelle, ist, ob das unabhängig von anderen entstanden ist oder nicht. Mhm. Das ist eine interessante Parallelentwicklung. Gut, also die Frage war, es gibt ähnliche Systeme, zum Beispiel Temple OS, die ähnliche Konzepte haben von der Kommandoausführung und so. Und die Frage ist natürlich, ist das unabhängig voneinander entstanden oder hat sich das beeinflusst? Also was ich ziemlich sicher, also nein, was ich sicher weiß, es gibt zum Beispiel dieses Unix-Nachfolgeprojekt Plan 9 und die das gemacht haben, haben das Oberon-System gut gekannt und haben zum Beispiel einen Texteditor entwickelt, den Wiley, der so ähnlich funktioniert wie das Oberon-System. Also könnte leicht sein, dass der sich diese Konzepte angeschaut hat. Also ich kenne das generell von den Projekten von Niklas Wirth. Sie werden zwar in der Praxis wenig konkret so verwendet, wie er sie entwickelt hat, aber sie dienen sehr häufig als Vorbild. Also auch bei den Programmiersprachen zum Beispiel. Ich denke mir, Java hat jetzt vor kurzem das Konzept des Records eingeführt. Weil sie draufgekommen sind, nur Klassen ist vielleicht auch nicht alles. Und die Oberon-Programmiersprachen können das seit den 70er Jahren. Also die Programmiersprachen oder auch Pascal haben großen Einfluss auf spätere Entwicklungen gehabt, obwohl sie jetzt nur noch selten verwendet werden. Gut. Danke. Okay. Ja, bitte. Genau. Ja, also das berühmte Wirth-Zitat, Software wird schneller, langsamer als Hardware schneller wird. Und das kann man eigentlich nur unterstreichen, aber die Ausnahme ist natürlich, wenn es Niklas Wirth macht, weil da wird wirklich die Software schneller und auch immer effizienter. Also ich glaube, auch deshalb hat sich Niklas Wirth dann eher auf einfache Systeme und FPGAs konzentriert. Weil da zahlt es sich wirklich aus, wenn man Ressourcen spart. Bei aktuellen Systemen, also wenn ich dieses Linux-System anschaue, bringt Oberon eigentlich wenig Vorteile, dass es so effizient ist, weil das System selber hätte 100-mal mehr Speicher, als das Oberon-System braucht und 1000-mal schneller. Also, aber zum Beispiel für Embedded-Systeme hat das ja immer auch noch Sinn. Und es gibt ja auch ein Projekt, wo Oberon für die Programmierung von
ARM-Prozessoren, glaube ich, ja genau, also jedenfalls mit dem ARM-Befehlssatz verwendet wird, eben um sehr effiziente kleine Systeme zu schaffen, die aber trotzdem sicher sind. Also das ist ja der große Vorteil von den oberen Programmiersprachen, sie sind typsicher. Es ist nicht so wie in C, wo ein falscher Pointer das ganze System zum Absturz bringt, sondern die Programmiersprachen sind immer daraus ausgelegt, dass man eben nicht die Möglichkeit hat, das gesamte System zu zerstören, nur weil man einen Fehler gemacht hat. Ja, danke für diese. Genau. Also diesen Spruch habe ich auch schon gehört und das ist wirklich sehr treffend. Gut. Weitere? Ja, bitte. Ja, die Frage ist, gibt es zu Oberon eine Community? Also ich bin in einer Mailingliste dabei, wo eben so die, sozusagen die letzten verbliebenen Oberon-Fans versammelt sind. Also ich glaube nicht, dass sehr viel ist. Es gibt erstaunlich viele unterschiedliche Portierungen und Projekte, aber halt hauptsächlich Hobbyprojekte. Also wer eben wirklich die Idee hat, der möchte ein eigenes System auf einem neuen Rechner aufsetzen, der kann sich Oberon nehmen, die vorhandenen Sourcen und das leicht anpassen und hat sehr schnell ein Erfolgserlebnis. Aber ich glaube so, also wirklich eine große Anwenderzahl gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Es war ursprünglich, also ich habe es ja Ende der 80er Jahre kennengelernt und da war es an den Universitäten sehr verbreitet, ganz einfach, weil Niklas Wirth halt auch einen großen Namen hat und ich habe als Diplomarbeit dann einen Compiler portiert dafür. Das war auch mit relativ wenig Aufwand möglich, aber natürlich, es ist an der ETH Zürich dann lange auch als für Einführungslehrveranstaltungen zum Programmieren verwendet worden, weil man eben mit einer sehr einfachen Programmiersprache alle wichtigen Konzepte der objektorientierten Programmierung kennenlernt. Und später dann auch an der Universität Linz, also da gibt es den Professor Dr. Hans-Peter Mössenböck, der hat eine Erweiterung der Oberon-Programmiersprache, das Oberon 2, entwickelt und hat dann auch in Linz das eine Zeit lang für Programmierlehrveranstaltungen verwendet. Gut, ja, bitte. Also die Frage war, gibt es auch irgendwelche Widgets zur Steuerung, zum Beispiel von Lichtanlagen oder Hörsaal oder auch sicherheitskritischen Bereichen für Oberon? Ja, also es gibt mehrere Weiterentwicklungen. Es gibt von der ETH selbst das System 3, also Oberon System 3, das hat die sogenannten Gadgets, das sind grafische Tools, mit denen man auch, ich glaube sogar überlappende Fenster verwenden kann, wenn man will. Und für das System 4, das ich jetzt aktuell verwende, gibt es zum Beispiel das Gadget-System, das auch bestimmte Bildschirmmasken zum Beispiel zur Verfügung stellt. Ja, und natürlich, also es wäre eine gute Idee, wenn man so einfache Systeme eben auch für sicherheitskritische Bereiche verwenden würde, damit man nicht immer komplettes Windows mit allen Sicherheitslücken hochfahren muss, nur weil man eine einfache Steuerungsoberfläche braucht. Also kann ich nur zustimmen, ja. Also deshalb vielleicht auch die aktuelle Konzentration auf den Embedded-Bereich bei Oberon. Ursprünglich eigentlich war das eine aufwendige grafische Workstation in den 80er Jahren. Und jetzt sieht man aber, dass die schon auch die ganz kleinen Embedded-Systeme ja ausreichend Leistung haben, um so etwas wie Oberon auszuführen. Gut. Ich meine, die Zeit ist schon abgelaufen, außer es hat noch wer eine dringende Frage. Gut, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit.